Mondo the Trimax hier. Es gibt nach langer, langer Zeit mal wieder Among Us. Denn hier gibt es eine neue Map. Sie soll riesig sein und kompliziert. Wir spielen mit der schlechtesten Truppe quasi. Wir haben alle seit Monaten keine Among Us mehr gespielt. Hanky, Flobby, Rumatra, G-Time, Reapers, Chef Strobel, G-Time, Fabo, Revi, Flobby, Karl. Ach, ist brutal. Wenn euch das Ganze gefällt, Kanal gerne abonnieren. Schreibt eure Meinung zu der neuen Map in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Das Wichtigste ist, dass keiner trollt. Bitte, das müsst ihr mir versprechen. Ich nehme das persönlich. Was ist denn Trollen? Ich verstehe nicht, was Trollen ist in dem Game. Absichtlich schlecht spielen. Oh, wir starten jetzt einfach, oder? Es geht los. Wir haben die Mute. Alle mute. Hallo. Mute. What the fuck? Hallo, bin ich mute? Ich brauch diese komische Dings. Hä, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ihr wisst schon, dass ihr euch muten müsst. What the fuck? Muten! Ja, sollt ihr das zum ersten Mal spielen? Muten! Okay. Bin hier gestartet? Wenn es jetzt Reapers ist, ist es schlecht. Hallo? War klar. Also das war so klar. Das war halt unendlich klar. 4 Monate habe ich auf diese Folge gewartet. Letzte Runde für mich. Alter. Jungs, was ist der Kill-Knopf als Imposter? Was ist das? Falls ich Imposter bin. Leertaste. Scheiße. Ich hab die Lobby geleakt. Egal, starte einfach rein. Mit Leertaste kannst du alles machen. Ich hab die Lobby geleakt. Leertaste killen. Okay. Nice. Egal. Ja, alles, alles. Wenden, killen oder Aufgaben. Wenden auch? Alles, alles. Full Fokus, jeder tryhardet. Full Fokus, jeder tryhard. Mute. Bin ich mute? Ja. Ich mach mir einfach einen Flobby ran. Scheiße, geht's da hoch? Das ist jetzt nur ein bisschen random. Das ist nur ein bisschen random. Du musst das 6000 Mal eingeben. Okay, ich habe eine Info, die interessant für uns alle ist, weil ich in letzter Runde verzweifelt war deswegen. Ich weiß, wo der Emergency-Knopf ist. Für die, die es nicht wissen, er ist oben im Meeting-Room, logischerweise. Okay, alright, das war's dann auch schon. Alles klar. Perfekter Vote. Flobby, sind wir so miteinander? Wo ist denn der Meeting-Room? Nee, Flobby und ich sind. Flobby, wir sind so miteinander. Ja, aber schwierig. Halb ich hab Angst gefühlt. Babo, wir sind Digga, hört auf zu stacken. Hört auf zu stacken. Hört auf zu stacken, ich bin Imposter. Oh, nein, bitte. Ich vote Revi. Oh, let's go. Junge, Digga, so stupid, Mann. Alter. Mann, es hat einfach nur für alle Beteiligten low. Ach, danke. Scheiße, Digga. Wenn ich gleich rausfliege, als für alle Beteiligten Imposter. Ich mach meine Aufgaben am nicht fertig. Ende Revi voten. Am Ende als Imposter hast du eh keine Aufgaben. Ich hab Aufgaben, ich hab gerade Akten sortiert. Bin ich mute? Ja. Jetzt hab ich Angst. Scheiße, Revi Imposter ist, dann war's das. Ja, hier ist Flobby. Wer ist Flobby? Das ist Flobby. Hä? Hab ich die auch? Achso. Was ist das? Left side not active. Flobbys Handtuch auf dem Kopf macht mich mega aggressiv. Gleich ist einer tot. Digga, was für eine Struggle-Aufgabe. Wie lange geht denn die?
Wer ist das? Oh. Yeah. Oh. Okay. Also hat Revi jetzt jemanden gefunden, der nicht gestackt rumgelaufen ist? Toll. Ich glaube, Junge, Nachricht an Floppy, wenn du das hörst, friss Scheiße. Ich habe gesagt, wir laufen rum, du sagst, nee, du bist hast, ist weggegangen. Wir waren zusammen in der Bibliothek und ich musste eine unendlich nervige Aufgabe machen. Ich musste ja, 4 Bücher nehmen und wegsortieren. Das sind erstmal Akten, das habe ich eben auch gemacht. Man muss es in Schubladen räumen und da muss man das in auch 4 verschiedene. Ja, richtig. Man muss immer hin und her. Das hat locker 60 Sekunden gedauert. Das ist gerade zu Anfang der Runde. Ich musste Handtücher sammeln. 8 Stück. Und Floppy, ich gönne dir das extrem, dass du tot bist, ne? Nee, ich hab auch Handtücher gesammelt. Ja, ich habe einen sicheren Doommate, an den ich mich vertrauen kann, wo ich weiß, dass er Crewmate ist. Und jetzt ist er tot, der Erste. Ja, aber warum macht ihr denn so Stacks immer? Das ist doch voll wack. Ist das wack? Wack! Alles für den Sieg. Wo liegt denn die Leiche überhaupt? Wo liegt denn die Leiche überhaupt? Es war alles dunkel, ich konnte es nicht sehen, aber ich war da, wo man die Sachen sortiert. Max hat einfach Floppy umgebracht. What the fuck? Ich war mit Baby unter der Dusche am Anfang, war saugeil. Ja, das stimmt, wir haben zusammen geduscht. Welcher Raum ist das, wo man die Sachen sortiert? Ich hab Chef weglaufen sehen, als Crashkurs war. Okay, das reicht mir. Warum ist der da weggelaufen? Oh, Crashkurs. Dieses Crashkurs, wo man diese Zahlen eintippen muss. Hä, der bei dem Gap Room unten schon Max an dem Dings stand, an dem Zähler. Ja, das macht Sinn. Ich bin da nicht rübergekommen wegen dem. Und du kommst auf die andere Seite nicht rüber, weil das Schiff nicht bei mir war und ich muss dann eine Runde darüber laufen. Das klingt alles sehr komisch. Hä? G-Time, gut. Also soll ich jetzt einfach rüberspringen, wenn dieses Schiffchen, was da links und rechts die ganze Zeit lang fährt, auf der anderen Seite. Ich vertraue dir nicht, Chef Strobel, du redest über den Kopf auch und Kragen. Okay. Ja, Chef Strobel sollte einfach... Warte, Moment, Romatra hat sich die ganze Zeit zurückgehalten und steigt jetzt erst ein, super Sass. Ja, Sass. Ich habe auch Karl, der hat auch noch gar nicht geredet, Karl. Ich hab gewotet für Romatra. Hä, ich hab gerade was gesagt, du Affe. Was hast du gesagt? Ich hab gerade gesagt, dass ich hab gerade Chef hinterfragt. Achso. Ja, ich bin da weggelaufen. Ja. Ich wollte Karl. Fabo, kann ich dir vertrauen? Du kannst mir vertrauen, ich hab dir einen Glurak gezogen. Oh ja, stimmt. Ich stack mit Fabo. Hey, warum hat... Okay. Hoffentlich wirst du so fett ermordet. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo der Scheiß-Kill war. Ich wünsche mir, dass du so geisteskrank ermordet wirst. Ja, ich weiß auch nicht, wo der Kill war. Blutig abgestorben. Fabo, bitte. Hallo? Bin ich mute? Ah, da ist er. Moin. Let's go. Gutes Argument. Er kann es nicht sein. Er hat mir einen Glurak geschickt. Ein Booster von ihm bekommen. Guckt euch das hier mal an. Einfach das beste Glurak-Holo. Und die 23 Jahre alte gebannte Sabrina-Mittelfinger-Karte. Die zeigt einfach den Mittelfinger. Aus einem Booster. Das ist das Heftigste, was überhaupt aus dem Display passieren kann. Er gibt mir einen Booster und ich ziehe das Beste auf der ganzen Welt, was es gibt, raus. Das heißt, er ist es nicht. Findet ihr das Ausschlusskriterium? Ich weiß gar nicht, wo ich meine Aufgaben sehe. Oh, da kommt Hanky, hallo. Oh. Sind wir lost? Ist irgendwie lost von uns, oder? Main Hall. Okay. Nice. Ich hab. Wo? Ich sag nur euch einer. Hanky, sag erst mal, dann sag ich. Hanky, sag wo. Was wolltest du denn sagen, Reapers? Nein, sag du erstmal, wo die Leiche ist. Sag du erstmal, wo die Leiche ist, bitte. Die Leiche ist oben rechts, also direkt oben an der Leiter bei Reaktor. Wie heißt okay, Chef war es nicht und G-Time war es nicht. Das ist unsere Leiter, das ist bei, ne? Das ist bei nee. Diesem Reapers war's Ding, was da so Sumatra war es nicht. Wie heißt der Raum? Heißt der auch Reaktor oder was? Das ist oben rechts Gap Room. Rechts Primex ist ja, okay. Da geht ja die Leiter dann runter. Ich denke auch, das ist Primex und Fabo tatsächlich. Was? Ja, Trimax oder Fabo. Oder beide einfach. Warum? Warte mal, meine Info ist auch noch ich da, hab, okay? Ich hab Reapers bei den Camps gesehen. Mhm. Ich hab Romatra bei den Camps gesehen. Ich hab G-Time und Chef bei den Lights gesehen. Und die einzigen, die ich nicht gesehen habe, waren Fabo und Trimax. Und die waren. Hanky hat uns aber in der Dusche gesehen. Guck mal. Ja, stimmt, Hanky hat uns in der Dusche gesehen. Ich habe euch in der Dusche gesehen, das war aber locker 20 bis 30 und Sekunden vor dem Report. Und das ist sehr, sehr in der Nähe von Gap Room. Okay, Dusche. Kann ich sagen, was passiert ist? Ja. Fabo und ich wollten in die gleiche Richtung wie Hanky gehen, nach rechts.
aber da war irgendwie so ein Teil und das kam nicht wieder. Das heißt, wir waren die ganze Zeit im gleichen Raum und es war dunkel und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich auch nicht, bei Showers und Cargo Bay, glaube. Ja, wir konnten da nicht rüberkommen. Wir konnten dieses von Showers, konnten wir nicht zu Cargo Bay rüber und waren da stuck. Deswegen gab es nur einen Kill. Guck mal, ich will dir jetzt was sagen, okay? Ja. Ich bin jetzt seit 2 Minuten in den Camps, hat jeder gesehen. Rivi ist irgendwo nach links gelaufen und Schestrubbel dich dahinter. Der war der Letzte, den ich gesehen habe mit Rivi. Oh. Chef war unten. Er hat ihm gefolgt. Chef Strobel war aber auch unten ich war bei den, Lights. Ja, aber ich bin da so schnell hin, Chef Strobel. Aber es war aber auch vor über 30 Sekunden. Wartet mal ganz kurz. Kann denn ein Poster selbst die Lights fixen? Ja, weil dann Chef Strobel war unten, aber er hat mich nicht getötet, ne? Ich weiß ja nicht, wie nah Rivi da dran lag. Das kann ja auch sein, dass er noch nicht. Herr, aber Rivi ist oben rechts, oder? Rivi liegt oben rechts. Ja, dann kann das Chef Strobel nicht gewesen sein. Ja, dann war es der Chef. Ich sag Trimax Fabo. Das sind meine. Nein, Max. Das heißt, ich will kurz Max verteidigen. Ja. Max hätte sich diese Aufgabe existiert mit diesen Einsortieren der Ordner und die hätte er sich nicht ausgedacht. Kann er sich nicht ausdenken. Ich finde es viel essentieller, dass das Licht aus ist und Fabo und ich es nicht schaffen, von Showers zu Cargo Bay zu kommen. Nein, letztes Game war doch Imposter, what the fuck? Letztes Game war Imposter. Ja, letztes Game war Imposter. Das heißt, er kann sich diese Task nicht gemerkt haben. Er muss sich aber 2 Games merken. Nee, das hat er nicht gemacht. Fabo. Keine Ahnung. Ich würde Fabo. Ich hab oder Chef. Ich denke immer noch Fabo. Wir sind alle lost. Wer jetzt wohnt, ist lost. Ich war die ganze Zeit mit Max. Ich kann den Kill gar nicht machen. Ich war mit Max. Ah, true. Max war so auf jeden Fall nicht. Max hätte sich das nicht ausgedacht und so lange gemerkt. Schau zu, Matra, das ist Metagaming. Ich bin's. Digga, ich drücke immer Mitte und dann ist mich alleine, oder was? Oder hat er eine andere Mitte als ich? Kann ich mich hier verstecken? Wie viel Sichtweite hat der Imposter? Oh Mann, das ist gruselig. Ich höre auch Steps überall. Licht ist wieder an, geil. Jetzt komme ich hervor. Jetzt muss ich Strecke machen. Ich muss richtig Strecke machen. Ich muss jemanden finden, mit dem ich mich... Karl ist es, scheiße. Wo ich gehe, wo Karl jemanden getötet haben kann. Ich bin nur auf Leichensuche. Hier, wie kommt man denn hier rüber? Geht das nicht? Okay, Chef ist es. Alright. Nice. Chef ist direkt von der Leiche gekommen und als ich hochgegangen bin, ist er mir sofort hinterher. Ganz das oben in der Mitte. Bei dem Knopf. Das glaube ich dir auch. Er ist halt auch auf Rivi gefolgt. Und er sagt nur, Hanky und Fabo waren gerade unten bei mir. Ich war der Typ, reden, der instant Lights gefixt hat, unten, weil ich da meinen Download hatte. Ich bin sofort Lights fixen gegangen und die zwei kamen mir dann unten entgegen. Also die zwei können es 100% nicht gewesen sein, denke ich. Hanky und Fabo. Fabo, warum bist du nicht mit mir mitgekommen? Ich habe dich auf das mittlere Ding gedrückt, du warst nicht da. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Sachen also in der Chef, Mitte, ne? Chef ist es. Nein, Chef ist Karl. Ist es. Nein. Darf ich ganz kurz mein Alibi sagen? Ja, dann sag du zuerst, danach darf ich. Ich war in dem Raum, wo dieser dicke Goldhaufen ist, musste da irgendeinen Download machen und dann bin ich rübergegangen und habe oben rechts so Kabel gefixt. Ich glaube, die haben auch irgendwie aufgeblinkt oder so als Aufgabe. Ich habe gerade legit die Leiche gesehen. Ja, lass mir kurz meine Story erzählen, dann könnt ihr voten. Ja, votet ihr, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, G-Time hat mich auch vorhin gesehen. G-Time hat mich auch vorhin gesehen, dass ich Vault war. Da ist auf G-Time hergekommen, links oben. Da habe ich auf den meinen Download gemacht. Ich habe nur gesehen, dass du Vant warst. Okay, nice. Oh. Ich glaube, du hast Rivi getötet, Schöstrobe. Also Trimax hat mich hochlaufen. Okay, sage ich dir nach dem Game. Das geht zeitlich gar nicht, das, aber okay. Auf jeden Fall. Hey, du kamst legit gerade von der fucking Leiter, oder du Affe. Ja, hey, das ist total. Oh, let's go! Let's go! Auf jeden Fall hat mich G-Time links gesehen und ich bin an die Leiter hochgegangen und da stand Karl auf der Leiche und hat dann reported. Jetzt sind Levi und Flobby. Kannst echt schwer einschätzen. So, true. Nee, bist du lost, Max? Also ich kann nicht sagen, ich bin tot. Ich bin auf jeden Fall super. Mute, bitte die Toten muten. Ich wär auf jeden Fall super stass wegen dem Fall mit Rivi. Ich hab ihn noch von der Leiche kommen sehen. Halt Karl hat noch 17, aber ihr könnt mich auch gerne voten für den Spice, dann solltet ihr halt Karl im Auge behalten. Also es ist halt zwischen uns beiden, weil Karl stand auf der Leiche. Also ich hätte auch vorhin einfach Dings töten können.
Wie heißt Karl der hat mir auch massiv zu stark gegen Fabo und mich geschossen. Ja, hat er auch vorhin. Obwohl wir es auch nicht waren. Weil ich halt gedacht habe, dass Chef es nicht ist. Eigentlich sollte man hier am besten skippen. Aber er ist irgendwie gewinnt. Aber ey, Jungs, es wäre doch ultra dumm von Karl, so ein Ultimatum sich selbst zu stellen, wenn es wäre, oder? Einfach random. Ja, es vielleicht. Also Karl war vorhin auch die ganze Zeit unten mit mir. Bestimmt eine Minute, anderthalb. Ich kann der Treppe nur noch runterkommen. Ich bin hochgekommen, er stand halt auf der Leiche. Er musste reporten, weil ich hochgekommen bin. Ja, Bro, aber wie ich dich kenne, du würdest sofort sagen, nach dem Report wurde, ja, es ist Karl. Und du hast gar nichts. Ich mach was Max macht. Max, was hast du gemacht? Ja, ich hab's für Strubbe gewotet, aber wenn er es nicht ist, sind es Reapers und Karl, dann sind wir richtig im Arsch. Okay. Ich bin's nicht. Ich hab grad Lights gepickt. Reapers ist es nicht. Und Fabo haben's gerade gesehen. Achtung! Trimax bevor, ne? Reapers ist es nicht, aber Max könnte es immer noch sein und sucht sich krampfhaft ein Alibi die ganze Zeit. Das kann auch sein. Ich hab doch gar kein Alibi. Mann, wieso kann ich mich mit Fablo nicht connecten? Das nervt doch. Wieso starten wir nicht alle zusammen? Ich bin so tot. Wer alleine rumläuft, ist tot. Das hasse ich. Ich hasse das, alleine rumzulaufen. Oh, hier kommt einer, hier kommt einer. Hier ist einer runtergegangen. Ich finde das gut, dass das jetzt so mit Sounds ist und so. Ich muss meine Aufgabe machen. Das ist G-Time. Das ist Reapers. Wie komme ich denn da runter? Ah, wie groß ist das? Hier kann man sein. Jo. Und nu? Perfekt. Alright. Ich habe in Kitchen eine Aufgabe, oder nicht? Bin ich lost? Nein. Ja, Fabo ist da. Ah, die Aufgabe hatte ich auch schon. Ja, er hat mir doch das Glurak. Glurak zugeschickt. Ich fand doch Glurak-Mates. Er hat mir den besten Booster aller Zeiten klar gemacht. Ich will das Glurak nicht mehr. Wieso werden die Tars so schwach angezeigt? Wieso leuchten die nicht mit Pfeilen? Alright. Was? Okay. Ja. Wo liegt die Leiche? Max lag unten, wo man dieses, ich glaube, das ist dieses WLAN-Ding, ne? Ist wahrscheinlich ein Imposter. Ihr macht Aufgaben. Wer fehlt? Ey, wenn Geister jetzt keine Aufgaben machen, dann bin ich sauer auf euch Geister. Also ich bin auch durch mit meinen Aufgaben. Also meine letzte Aufgabe war jetzt das WLAN unten. Du bist safe durch, Kevin? Ja, ich bin komplett durch mit meinen Aufgaben. Okay. Ich bin auch. Okay, wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Wer fehlt? Karl, hast du alle Aufgaben? Ich habe alle Aufgaben, ja. Hanky? Ich auch. Wo Fabo? Treffen wir uns? Ja. Wir haben alle Aufgaben. Alle Mitte drücken. Mitte. Big. Ja, das ist eine andere Mitte. Wir haben alle eine andere Mitte. Das ist low, wenn wir alle Mitte gehen, oder? Oh, weiß ich nicht. Das ist doch für den Metagaming, fuck it. Ja, was doch. Zack. Direkt die erste Aufgabe. Ab nach unten in den Kitchen. Hier, Geschirr waschen. Was ist das? Ach so. Salat, Zwiebel. Tomate, Salat. Hä? Von unten vielleicht? Salat, Tomate. Salat. Tomate. Falsch. Hä? Ich hab's doch eben richtig, oder? Ah, erst das Brötchen. Brötchen. Ah, ich muss auf den Teller ziehen! Oh mein Gott. Alright. Digga, ich bin irgendwo rechts gespawnt, Mann, und alle Türen waren zu.
Also, ich habe jetzt erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich die Türen aufgekriegt habe. Reapers liegt genau vor der Waffenkammer. Ja. Und das stimmt ja dann auch quasi, dass er sagt, er ist auf der rechten Seite gespawnt. Und G-Time findet wieder die Leiche. Unten links aber. G-Time hat jetzt beide Leichen in Folge reported. Okay, fuck it. Fabo zieht auf jeden Fall mit. Ich glaube, das ist Fabo trotzdem. Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt nein voten oder was? Ich glaube, wir sind richtig. Und wenn nicht, dann ist halt GG Fabo. Ich habe ihn halt gerade unscheinbar. Ich habe ihn gerade am Ende der Runde oben rechts gesehen. Wieso voten die dann noch? Ich weiß, wie er das gemacht haben soll. So GG. Oh no. Oh shit. Ich habe viel zu viele Tasks. Die sind alle viel zu kompliziert. Hier Dusche fixen. Wie geht das? Hä? Das dauert ja viel zu lange alles. Boah, ja, ist ein Vollidiot. Ey, wieso votet ihr da? Wieso votet ihr da? Schlechter Imposter und auch schlechter Crewmate. Ich hab ohne Scheiß G-Time, deine Leute hat gerade den Win gekostet. Alter Fabo, ich fühle mich so verraten von dir. Mega schlecht gespielt von dir, Chef Strobel. Mega schlecht, aber auch von ich bin enttarnt. Ey, Chef Strobel, du bist wirklich der schlechteste Spieler der Welt. Holy shit. Ey, Fabo, du Assi, du hast mich so getötet, ich vertraut. Ne, Fabo, das weißt du. Fabo spielt so richtig mit Gehirn, Alter. Ich hab die ganze Zeit erzählt, warum du es nicht sein kannst, weil wir Glurak-Buddies sind. Ey, das Ding ist, guck mal, das Ding. Okay, Max, du bist sowieso verloren. Ich glaube, Chef Strobel hätte ohne Fabo niemals gewonnen. Chef Strobel ist wirklich sehr schlecht in dem Spiel. Sehr schlecht. Das Ding ist jetzt, da Max nicht ernsthaft spielt und trollt, können wir jetzt auch trollen, oder? Warum? Max trollt? Der trollt nicht. Wie habe ich getrollt? Urax-Buddy, mein Gott. Mann, der trollt nicht. Der ist einfach nur dumm. Der trollt nicht, der kann da nichts für. Der ist einfach so geboren worden. Jeder muss so gut spielen, wie er kann. Ja, und Max kann es ja gar nicht. Ich habe 6 Tasks am Ende offen gehabt. Ich habe immer noch nicht gecheckt, wie ich den Burger mache. Wie kann man denn 6 Tasks am Ende offen haben? Und du war die ganze Zeit geil, ich habe keine Tasks geschafft. Und auch mit der Dusche. Ach, du warst der Letzte, der gefehlt hat, oder? Ja, ich hab's verkackt. Ich habe keine Tasks. Ich habe immer noch 6. Ja, was soll ich machen? Ich habe die noch nie gesehen jemals. Oh, der sagt, da war Dusche, Burger, alles. Ich habe nichts davon gecheckt. Der sagt zu uns, gebt euch Mühe und dann ist der zu blöd zum Duschen. Jeder spielt so gut, wie er kann. Jeder spielt so gut, wie er kann. Alter, du hast Herrn Strobel einen Upload geschenkt. Weißt du, wie eklig das ist? Jeder spielt so gut, wie er kann.